Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mal wieder heute ein Sims-Video für euch und dieses Mal ist es ein Let's Build, würde ich es jetzt mal nennen. Und zwar spiele ich in diesem Video nicht Sims, sondern ich baue meine Wohnung quasi nach. Das Problem ist halt bei uns, wir haben halt nicht so ein Haus, wie ich da gerade baue, sondern bei uns ist das halt auf zwei Etagen aufgeteilt. Wir wohnen halt in der obersten Etage unterm Dach. Bei Sims kann man auch keine Dachschrägen einbauen, soweit ich weiß. Und deswegen musste ich so ganz leicht improvisieren. Ihr werdet im Laufe des Videos auch merken, dass ich mich ab und an mal zwischendurch umentschieden habe und einige Sachen noch verändert habe. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, alles originalgetreu darzustellen. Und am Ende war ich auch wirklich geschockt, wie ähnlich das wirklich unserem Zuhause sieht. Weil ich habe mir natürlich extra die Möbel, die wir haben und so, alle gedownloadet, keine Ahnung. Und ja, ich baue das einfach hier mal nach. Ich verlinke euch wie immer die zwei Seiten, wo ich die meisten Sachen eigentlich runterlade. Ich lade die echt nur auf diesen beiden runter. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Und da findet ihr auch meine Social Media Kanäle und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Say you.
if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
So, Freunde, hier seht ihr endlich das Endergebnis. Die Filmweise ist ein bisschen holprig, sehe ich gerade, aber ich bin halt noch nicht so der Profi. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem alles gut erkennen. Das ist jetzt der Flur, den ich gebaut habe. Unser Flur ist in Wahrheit tatsächlich viel kleiner, aber keine Ahnung, das hat halt ganz gut gepasst, so mit dem Eingangsbereich. Und dann kommt man vom Flur aus ins Wohnzimmer und da haben wir auch wirklich fast exakt die gleichen Möbel. Wir haben auch diesen Teppich und so und ich finde das gerade richtig crazy, mir das so anzugucken. Auch die Boxen neben dieser Kommode, neben unserem Fernseher, das ist so crazy, diese kleinen Kakteen auf der Leiter. Mein Freund war halt auch richtig schockiert, weil er sich so dachte, wow, das sieht einfach aus wie bei uns. Vor allem diese Schreibtischecke da von ihm, er hat auch einfach da so Bilder hängen, das Regal ist genauso eingeräumt wie bei ihm. Also es ist wirklich sehr, sehr verblüffend. Und dann kommen wir weiter in den Essbereich. Hinter den Esstisch habe ich so ein paar Plörren hingestellt, weil bei uns halt auch da immer was steht. Ich sehe gerade, ich habe einfach unsere Wohnzimmerlampe vergessen. Also wir haben da so eine Stehlampe, aber ist ja auch egal. Ja, die Küche ist bei uns halt relativ klein und so integriert im Wohnzimmer. Aber ja, ich finde, ich habe das ganz gut getroffen da auf jeden Fall. Ja, es ist einfach echt heftig, wie man das so nachbauen kann und wie real man das nachbauen kann. Und da kommen wir auch schon ins Schlafzimmer. Ich war so froh, dass ich dieses Prada-Bild gefunden habe, weil das haben wir natürlich auch bei uns. Ja, mit der Bettwäsche habe ich so ein bisschen verschönert, weil unsere ist voll langweilig weiß. Und ich finde, dann wäre das Zimmer einfach ein bisschen zu weiß gewesen. Aber da auch den riesen Kleiderschrank, den wir haben jetzt Packs von Ikea. Meine Studioleuchte, die immer in dieser Ecke steht. Das ist so krass, ne? Und dann halt mein kleiner Schreibtisch und daneben meine Kommode. Okay, jetzt habe ich schon wieder umgeswitcht. Ja, das ist auf jeden Fall der ganze Raum. Ihr seht, diese kleine Wolkenlampe ist eigentlich im Original eine Federlampe. Aber die gab es halt nicht. Und da seht ihr unser Badezimmer. Das ist wirklich super schlicht. Da sind halt kaum Sachen drin und genauso habe ich es auch nachgebaut. Ich werde vielleicht nochmal eine abgedatete Version drehen von diesem Haus. Und zwar so, wie ich es gerne hätte, weil wir haben natürlich noch nicht zu diesem Zeitpunkt alles perfekt. Aber ja, das ist das ganze Haus. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr Sims-Videos sehen würdet, wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in meinem nächsten Video wieder. Tschüss.